Sweet und Salters! Ja. Ja! Leute, ich habe sowas noch nie gesehen. Wirklich noch nie hatte ich Sweet and Salty Mikrowellen-Popcorn. Was? Leute, Wasabi-Flavor. Gut, meine Freunde, wir testen heute einen XXL-Adventskalender. Und zwar, Leute, ist das ein Popcorn-Adventskalender. Und Leute, ihr habt entschieden, ich habe mich gefragt, Leute, soll ich das im nächsten Teil machen? Das hier ist jetzt der nächste Teil und ihr wolltet es, Leute. Deshalb machen wir das jetzt. Das ist ein Riesending, Leute. Also hier vorne war es an der Seite, dann Hinterseite und nochmal hier an der Seite. Also, boah, wir haben viel Popcorn, Leute. Ich würde sagen, wir fangen jetzt an mit dem ersten Türchen. Leute, ich weiß ganz genau, ich war einmal im Kino, ich habe einen Horrorfilm geschaut, da habe ich ein Popcorn, bin ich erstickt, bin rausgerannt, habe gesagt, bitte trinken. Und dann wollte die 6,70 Euro von mir. Was? Ich schwöre, ich dachte, die gibt mir irgendwie so ein kleines Glas Wasser oder so, gell, die gibt mir so Cola und noch 6,70 Euro von einer erstinkenden Zelle. Also, weil wir dieselbe Situation, ich habe im Kino, ich bin erstickt, ich habe seitdem nie wieder Popcorn gegessen. Ich fange an, Leute, mit dem ersten Türchen. Paprika-Flavor. Was? Was? Leute, das ist Popcorn mit Paprika-Flavor. Ich will nur kurz sagen, Leute, wir machen das gleich warm. Und bei uns verbrennen die immer. Also, irgendwie verbrennt uns das immer. Die eins war dann richtig heftig, Leute. Gucken wir, was in der 2 drin ist. Oh. Das ist Sweet and Salty, habe ich das Gefühl. Es ist nur Sweet Egg. Leute, da sind verschiedene Marken drin. Das davor war ja von irgendeiner anderen Marke. Aber Leute, hier, das gute alte süße Popcorn. Das verbrennt immer bei mir. Boah, das ist salted Popcorn und ich liebe salziges Popcorn. Was liegst du? Was? Leute, komm, die hat zu mir gesagt, Sel, also ich verstehe nicht, wie du süß und salzig essen kannst. Ich esse nur süßes Popcorn. Vor 3 Wochen. Alina, das war Alina. Verstehst du nicht, Du hast mit Alina geredet, aber okay. Okay. Schreibt mal jetzt in die Kommentare, Leute, was eure Lieblingssorte ist bei Popcorn. Ich wusste Byron nicht mal, dass es Paprika gibt bei Popcorn. Ich glaube, das könnte mein neuer Favorite werden vielleicht. Auf jeden Fall, Leute, meins ist süß and salty. Also, mein Lieblingspopcorn ist salzig, aber ich, wie gesagt, Nummer 4, Leute. Oh, das sieht interessant aus. Butter Flavor noch nie probiert, Leute. Boah, das klingt voll geil. Butter Flavor, Leute, das hat doch irgendwas mit hier. Buttergeschmack steht da. Wir sind jetzt schon bei Sorte Nummer 4 und ich glaube, da ist noch viel mehr drin, Leute. Ich glaube, 24 ist irgendwas richtig krass, wie zu Schokolade oder so. Boah, richtig heftig, Leute. Butter Flavor habe ich immer gesehen in amerikanischen Videos oder halt Filmen. Da haben die gesagt, please with extra butter. Und haben immer so richtig viel Butter in die Popcorn reingepackt. Und ich habe nie gecheckt, warum. Vielleicht werde ich es jetzt danach checken. Weil ich glaube, das ist richtig geil. Geil, Leute. Also, da bin ich richtig gehypt. Da bin ich gehypt. Vielleicht verstehe ich dann diese American Boys. Die Jacks endlich. Ich habe immer Crush auf die Jacks in den Videos. Aha. Cheese? No way. Oh mein Gott. Cheese Flavor? Alter, was? Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir gleich richtig nach verfaulten Fuß schmecken. Ne? That's my feeling, guys. Weiter geht's mit der Nummer 6, Leute. Ihr wisst ja, 6 ist Nikolaus. Und da ist sie. Oh mein Gott, das ist gut. Oh mein Gott, das ist umgekehrt, wie ehrenlos. Karamell. Ja, safe Karamell. Ey, Leute, aber auch von Tio, Leute. Das ist auch richtig wild. Ich find's geil, dass da verschiedene Marken drin sind, Leute. Ich habe noch nie gesehen, dass da süß und salzig in so einem Popcorn, Mikrowellen-Popcorn gibt. Habe ich noch nie gesehen. Ich habe nur gesehen, süß und salzig getrennt. Ich habe Karamell auch noch nicht gesehen. Doch, gibt's bei Edeka. Spaß habe ich auch nicht gesehen, Leute. Geil. Inge hat vor dem Video gesagt, Zell, freu dich nicht zu sehr. Da sind nur 5 Sorten drin. Leute, es ist jetzt das 6. Türchen. Wir haben schon 6 verschiedene Sorten. Und ich glaube, wir sind noch lange nicht vorbei. Hey, glaubt ihr wirklich, dass es so weitergeht? Ey, wenn das so weitergeht, ich kann mir vorstellen, dass sowas wie süß und Karamell und salzig doppelt gibt, Leute, 2-3 Mal. Aber ich glaube, der Rest ist Bobbe. Und das wird uns gleich 100% verbrennen. 100%. Werden sehen, Leute, Nummer 7. Oh, das ist voll groß, Nummer 7. Oh mein Gott, das ist so riesig. Es ist rot. Was? Oh mein Gott, was? Ich glaube, Bubblegum. Was? Ich glaube schon, ist das ein Bubblegum? Stell dir vor, es kommt Bubblegum oder Erdbeere. Sugar and Sweet. Es ist einfach süßes Popcorn. Sugar and Sweetener. Halina. Leute, es ist einfach süßes Popcorn. Aber irgendwie sieht es anders aus. Aber es schmeckt bestimmt anders. Das sieht aus wie Bubblegum. Nummer 8 ist hier, Leute. Die ist auch wieder riesig, Alter. Boah. Was glaubst du? Irgendwie salzig ist da drin. Sag mir mein Gefühl. Was? 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 Was denn? What the?
Was? Leute! Wasabi-Flavor! Leute, warte mal kurz. Wir haben extra ein paar Sachen geholt zum Toppen, weil wir dachten so, ja, die sollten bestimmt einfach so süß-salzig und so, aber nein! Wasabi! Heute Chip-Challenge mit Popcorn, oder was? Leute, wir haben uns echt Gedanken gemacht, weil wir dachten so, Popcorn, aber Alter, Wasabi-Flavor! Ich glaube, boah, ich glaube, es wird richtig spicy. Geil, weiter geht's! Spannung. Es ist lila. Was könnte lila sein? Sweet und Salted! Ja! Ja! Leute, ich habe sowas noch nie gesehen. Wirklich noch nie hatte ich Sweet and Salty Mikrowellen-Popcorn. Süß und salziges Popcorn, beides zusammen hatte ich noch nie. Oh mein Gott, wir haben bis jetzt 9 Tücher, Leute, und in jedem Tücher war was anderes drin. Abgesehen von Sweet, das war zweimal drin, aber von verschiedenen Marken, Leute. Bombe einfach. Dann, Leute, jetzt Nummer 10 und ich bin richtig gehypt. Es ist zwar salzig, Leute, aber salzig hat mir von Chio nicht. Nur von halt die andere Marke Pops oder so heißt die. Geil, ich hasse salziges Popcorn, aber geil. Was ist das? Gelb? Gelb vielleicht kann sein. Oh mein Gott, oder Butter, bitte Butter Flavor nochmal. Ich glaube, es ist Cheese, Inge. Ne? Cheese Flavor, Leute, nochmal. Jetzt nochmal 12, Leute, und bitte was anderes. Salted wieder. Jetzt, Leute, jetzt geht halt keiner langsam runter. Es ist logisch, Leute, ich werde jetzt nicht 10-mal dieselbe Sorte probieren, weil Salted haben wir schon 3-mal insgesamt. 2-mal von derselben Marke von Pops und einmal von Chio. Kalender. Enttäuscht mich nicht. By the way, Leute, das ist unser Merch. Link dazu findet ihr in der Bio. Das ist Team Cell und das ist Team Egg. Ja, safe sweet. Ja. Süß. Hatten wir schon. Oh mein Gott. Okay, Nummer 13, Leute. Vielleicht Nummer 13, die Pechzahl. Komm schon. Was ist das? Light Reduced Fat. Nicht so fettig, Leute, für die Skinny Guys and Girls. Komm, hier sogar Maßband rein. Leute, jetzt haben wir eine neue Sorte. 14 war wieder neu. Ich glaube, 16 wird wieder der Burner. Oh mein Gott. Das lass ich an. Oh mein Gott, irgendwas Grünes. Aber Wasabi, Leute. Oh Gott. Nummer 16 ist wieder krass, Leute. Vertraut mir. Ey, Sour Cream Popcorn wäre krass, ey. Das wäre andere Liga, Leute. Leute, wir haben wieder Butter Flavor. Ey, aber das ist gut, dass wir mehrere Sorten davon haben. Mehrere Packungen, Leute. Weil ich meine, stell euch mal vor, die erste Packung ist uns verbrannt. Und dann haben wir noch eine Sorte davon. Das ist gut. Ach, Leute, jetzt lässt der Kalender echt nach ein bisschen. Sweet and Salty. Ja, das ist eine Sorte, die gibt es selten. Oh mein Gott, Leute, er lässt nach. Wir haben wieder süßes Popcorn. Irgendwann reicht es auch. Ich weiß, es ist das Typische, Leute. Süßes Popcorn ist das Typische. Aber, Leute, komm schon, gib mir noch irgendwas Krasses. Irgendwie sowas, so Erdbeer oder so. Oder so Sour Cream. Oh mein Gott, was? Salziges Popcorn, Leute, ich mag es, aber... Mein Gott, Leute, wir sind, also ich bin nächste Woche mit jemand eingeladen bei jemand anderem und dann nehme ich einfach 3 oder 4 Sorten davon mit, sag, hey Leute, ich habe da was Cooles und dann machen wir das. Ich möchte kurz anmerken, die letzten Chips, die sie für ihre Freunde mitgenommen hat, hat sie selber gegessen und ich glaube, diese Popcorn-Sorten wird sie auch jedes Wochenende selber essen. Also 20, Leute, mein Gott, in 2 Jahren bin ich 20, Leute. Ich wenn ich zu einem Geburtstag kommen will, schreibt ihr in die Kommentare. Das ist auch schon wieder. Wieder light, Leute, light reduced fat. Oh, warte, wichtigste Frage ist jetzt, ist das süßes oder salziges Popcorn? 21. So alt ist sie gerade eben. Nein. 22, Junge. Oh, was ist das? Oh mein Gott. Ja, Leute, Paprika Flavor. Ja, aber das ist geil. Leute, ich habe gehofft, dass wir noch mal Paprika Flavor kriegen. Und hier ist es. Ist gut, dass Leute, wenn wir Sorten doppelt haben, haben wir die Chance darauf, dass die andere Sorte doch anders schmeckt. Checkt ihr? Zum Beispiel, wir kriegen 2-mal salzig. Die erste Packung war vielleicht ein bisschen nasty, weil wir das irgendwie falsch gemacht haben. Und bei der zweiten ist vielleicht richtig geil. Ja, nee. Karamell. Also, Chio ist geil, Leute. Aber langsam reicht es mit Karamell. Deren Ernst? Sugar and Sweetener. Alter, es ist sweet. Es ist einfach sweet. Nummer 24, Leute. Warte, stopp, bevor du öffnest. Ey, bitte Sour Cream. Warte, was denkst du, das ist das? Sour Cream? Gar nicht. Doch. Ich glaube, du hast wieder Cheese Flavor. Schon, ey, wenn da was drin ist, Leute, was sie schon haben. Ja, heulig. Was? Salzig. Was? Die 24
ist salziges Popcorn. Nicht irgendwas Besonderes, nicht nur so Cheese oder so, einfach salzig. Also Leute, es ist wirklich nichts drin. Ja klar, die 24 war ein salziges Popcorn. Aber ey, Leute, als ich das aufgemacht habe, man hat gespürt, dass ein Block Butter drin ist. Geil, ja, ich liebe Mann. Fett und Butter. Das mag ich nicht. Es geht eigentlich. Schmeckt, als würdest du Butter essen. Ja. Popcorn, vollgesogen mit Butter. Das kann man hier auch nicht schlecht reden. Es schmeckt salzige Butter auf jeden Fall. Doch, Leute, es rücken Lausmeine von uns. Erstens, man erstickt nicht so schnell. Jetzt weiß ich, warum die ganzen Amerikaner beim Date immer hier Butter viel nehmen, dass sie nicht ersticken. Zweitens, Leute, es geht eigentlich voll. Für mich, Leute, schmeckt sehr gut. Ich finde, man schmeckt, dass es kein Billig-Popcorn ist. Okay, ich bin gerade fast erstickt, Leute, zweimal, aber das ist gut. Ich muss sagen, Leute, gekauft, wenn die schon fertig in der Tüte sind, schmecken die tausendmal besser. Oder Inga hat nicht gut gemischt. Okay, Leute, also von uns kriegt Süß ein Love-Smiley, weil es einfach süß, Leute. Süß wie ihr. Paprika ist es auf jeden Fall, steht hier oben, Paprika-Flavor. Leute, ich bin richtig gehypt. Es riecht einfach nach Paprika-Chips. Ich habe auch Wasser direkt mitgenommen, Leute. Ja, ich finde, es riecht nach Yum-Yum. Du hast recht. Ich meine, wo richtig viel Pulver drauf ist. Cheers, Ladies. Bisschen eigenartig, aber auch mega. Ey, die schmeckt wie Chips. Nur als Popcorn. Das ist nasty. Man braucht irgendwas anderes, um den Geschmack zu überdecken. Ich finde es nicht nasty. Ich finde es nasty. Ganz ehrlich, Leute, das Ding, ich weiß ja nicht. Also, es war sehr verwirrend. Die Ladies hier mögen. Ich würde es eigentlich beides geben, weil es war jetzt nicht schlecht, aber es war halt sehr komisch. Also, ich fand es sehr lecker, auch wenn ich daran ersticke. Ja, Leute, aber von mir ist ein Holz-Smiley. Paprika sollte bei den Chips bleiben, Leute. Salted Popcorn, Leute, ihr wisst alle, ich möchte Sweet and Salted Popcorn. Aber Leute, wir tasten mal. Ich glaube, es wird auch richtig fettig schmecken, richtig saftig einfach. Das ist richtig salzig. Oh, ich mag auch salzig, liebe Fett und Salz. Okay, Leute, also für mich sind die viel zu salzig. Das ist nicht dieses Salzige, sondern dieses Salzige. Obwohl, aber die sind nicht schlecht, Leute. Deshalb kriegt ihr trotzdem mal ein Love-Smiley, weil es schmeckt trotzdem gut. Leute, wir testen jetzt Cheese-Flavor und es hat ganz arg gestunken. Unsere ganze Wohnung riecht nach Käse. Also, wir testen jetzt Cheese-Popcorn. Boah, ich hab Angst. Hat so gewaved, Leute. Die ganze Wohnung hat gestunken. Okay. Das schmeckt ekelhaft. Es schmeckt wie Mac and Cheese, Leute. Es schmeckt genau wie der Cheese bei Mac and Cheese. Es kriegt ein Holzmann von uns, Leute, weil unsere ganze Wohnung stinkt. Es wirkt auch nicht so wie Käse. Es wirkt so luschig irgendwie. Wisst ihr, solche Popcorn-Sorten müssen aufgepeppt werden. Wenn jetzt mal rausholst. Mit Salz, ich liebe Salz. Oh mein Gott, Egg. Der Salz trocknet dich doch aus. Und deswegen habe ich immer so trockene Haut und bin alt und crusty und... Nein, letztlich, ich hab Salz. Du bist einfach alt, crusty und nasty. Ich bin alt? Und nasty und crusty. Nein. Okay, Leute. Nein, das bin ich Unglück. Bist du dumm? Echt? Ich hab mein Leben ist doch eh eine Blamage. Oh ja, Leute, jetzt weiß ich, warum Ex Leben Unglück bringt. Hier, dauerhaft Salz. Okay, Leute, das ist ins Karamell. Das Karamell-Popcorn, Leute, natürlich den 6 war bestimmt ein bester Fang bis jetzt. Es geht so, Leute. Ich sag mal so, Leute. Zum Karamell-Popcorn wäre ich in der Bärenhöhle und ich werde verhungern. Und ich hätte nichts zum Essen außer Mikrowellen-Popcorn mit Karamellgeschmack, dann würde ich schon essen. Tipp, das kannst du nicht mal machen. Warum? Weil da keine Mikrowelle ist. Die ist schon aufgewärmt. Der Bär hat mir gebracht. Also Leute, das Gekaufte in der Packung ist direkt besser als das Mikrowellen-Popcorn. Also Fakt ist, Leute, das Karamell-Popcorn hat dir gefallen. Jetzt, Leute, testen wir Sweet und da habe ich hohe Erwartungen. Es muss saftig schmecken. Es schmeckt aber gar nicht. Okay, man spürt es gar nicht. Ich dachte, dieses Light Reduce und so. Leute, es ist wie Ex-Kontostand. Man hat keine Erwartungen. Egg hat nur 1,08 € auf ihrem Konto, weil ich mir immer Sachen gönne und meine Sachen sind mit ihrem Account verbunden. Bedeutet, wenn ich was gönne, wird es von Eggs Konto abgezogen und das ist richtig Baba. Aber Leute, bevor ich... Richtig Baba? Ja, richtig Baba. Bevor jemand sagt, ich ziehe Egg ab, Leute, ich ziehe es dann von den Schulden ab, die sie bei mir hat. Jetzt Wasabi, Leute, ihr wisst, ich bin krank, deshalb muss Egg Lala testen. Also bei Wasabi habe ich ein bisschen Angst, Leute,
Weil ihr wisst, Wasabi ist scharf und es hat richtig scharf gerochen in den Augen. Hier steht drauf, dass Kinder sollten dieses Produkt nicht essen, ohne Aufsicht von Erwachsenen, Erlaubnis von Erwachsenen. Aber ich bin kein Kind. Warte. Oh. Oh. Okay, man spürt die Schärfe am Ende. Leute, ich glaube, wenn man so ein, zwei isst, ist noch okay. Aber wenn ihr eine ganze Packung davon habt und ihr isst die alleine, ich schwöre, eure Zunge brennt. Und ich merke schon am Ende, dass immer so eine Schärfe. Am Anfang ist es noch süß, aber dann, es knallt rein. Also, es schmeckt mir nicht so. Es ist okay, aber es schmeckt mir nicht. Es ist nicht meins. Jetzt sweet und salty, aber Leute, ist die Packung verbrannt oder warum ist da so schwarze Punkte drauf? Egal, wir probieren. Aus unerklärlichen Gründen, Leute, ist bei sweet and salty nur salty dabei. Ich habe mindestens 10 Stück gegessen. Der Heusmeil, die spricht für sich selber, glaube ich. Leute, es ist nicht das gute Salz, es ist das schlechte Salz, das einfach eklig schmeckt. Okay, Leute, das ist jetzt Light Popcorn. Und da ist auch weniger drin, würde ich kurz sagen. Es schmeckt nach gar nichts. Ich bin voll fettig, warum schmeckt es so fettig? Leute, aus unerklärlichen Gründen, obwohl es ja Light Reduced ist, schmeckt es mir fettig. So finden wir das Light Popcorn nicht fresh. Ach, nee. Mein Favorite war Sweet, Leute. Ich dachte wirklich, Salt and Sweet tut mich hier überraschen, aber nein, Leute. Wow. Es war nasty AF. Ich fand Butter ganz gut. Boah, ja. Obwohl, nein, nein, nein. Sweet und Karamell waren gut, Leute. Irgendwie war jede Sorte salzig. Ist euch so aufgefallen? Okay, Leute, das war's mit dem Popcorn. Schreibt mir jetzt Kommentare, wie ihr ihn fandet und was ihr am besten fandet. Schreibt doch gerne eure Lieblingssorte jetzt in die Kommentare, Leute. Meine, wie gesagt, habe ich euch schon erzählt. Team Cell oder Team Egg. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.